Heute Morgen bin ich von Grünwinkel hierher gefahren mit dem normalen Bus, aber das Besondere dabei ist, dass der mit dem GTL, mit dem synthetischen Kraftstoff betrieben wird. Das ist was Neues, was die Verkehrsbetriebe Karlsruhe eingeführt haben. Und jetzt stellt sich die Frage, ist tatsächlich das ein Vorteil für das Klima oder ist ein Nachteil? Manche bewerten das so und manche andere so. Ich möchte mal kurz darauf eingehen, um was überhaupt geht. Erstens ist so, dass das GTL, der synthetische Kraftstoff, wird produziert aus Gas und wird umgewandelt in flüssigen Kraftstoff. Also, und der hat er bei der Verbrennung Vorteile. Der erste Vorteil ist, er braucht deutlich weniger, stößt deutlich weniger CO2 aus. Das ist zum Zweiten, die Stickoxide sind um 50% reduziert. Und drittens, man braucht keinen Umbau des Motors oder des Fahrzeugs vornehmen. Aus diesem Grund kommen wir zu diesem als Fraktion der Freien Wähler und von Für Karlsruhe zu dem Schluss, dass wir sagen, wir können heute bei, auch schon bei Autos, die man nicht umbauen muss, kann man das heute schon einsetzen. Wir brauchen keine technische Umstellung. Die Klimaschützer sind sich darüber nicht ganz einig. Die einen sagen, es bringt was. Die anderen sagen, er hat so viele Nachteile. Und wir sagen trotzdem, dass es Nachteile hat. Wollen wir das bei der Stadtverwaltung, bei der Stadt Karlsruhe eingeführt sehen? Ich möchte kurz begründen, warum. Es hat die große Chance, dass auch ältere Autos, die gewiss bis 2040 noch fahren werden, dass die auf einfache Art und Weise klimafreundlich gestaltet werden. Und wir sagen, dass E-Mobilität wichtig ist und es sicher mehr die Zukunft ist, aber schwere Fahrzeuge und ältere Fahrzeuge kann man so schon heute klimafreundlich gestalten. Wenn nicht optimal, aber doch besser. Deswegen ist unser Antrag an dieser Stelle begründet.